Es war einst mal ein tapferer Krieger. Der wollte auf Abenteuer gehen. Auf Abenteuerreise. Er wollte die Welt erleben. Er wollte Let's Plays aufnehmen. Dieser kleine Krieger nannte sich Razor. Er ging zum Schloss, rüstete sich aus, schaute nach, was könne er denn gebrauchen. Barbaren-Upgrade wäre ja was, was ihm gefallen täte. Eventuell auch der Shinobi, doch der war zu viel des Geldes. Deswegen ging er weg und nochmal rein und holte sich das Stärke-Upgrade. Und so machte sich der kleine Let's Player auf zu frischen Taten. Ganz, ganz klein noch stand er da vor dem Mann in dunkler Kutte. Halli, hallo, Hallöchen. Ich bin der Razor, ich würde euch gern hier unterhalten. Ich bin Let's Player jetzt, also das ist mein erstes Video. Könnten Sie mich denn bitte mal ins Schloss lassen? Doch nein, sprach der Herr, wir müssen gehen. Aber Razor gab nicht auf, auch wenn es erstmal krümelte. Der Keks, der musste gegessen werden. Also ging er nochmal zum Mann mit der Kutte. Halli, hallo, Hallöchen. Ich bin's nochmal. Also, ich bin der Razor. So nenne ich mich ab heute. Und ich würde gern in das Schloss hinein und Let's Player werden. Nun wiederholte sich das Spektakel. Noch 300 Mal. Danach hatte der schwarze Mann in der Kutte keine Lust mehr und ließ ihn rein. Und lachte. Und ja, ein herzliches Hallihallo, Hallöchen. Willkommen zum 500er Abo Spezial. Ich begrüße euch hier einmal zu Rogue Legacy und einmal zum 500er Abo Spezial, wie eben schon erwähnt. Ups, da, ouch. Ich sollte dieses Spiel nicht spielen, um 500er Abo Spezial zu machen, um ehrlich zu sein. Weil ich dieses Spiel eigentlich kaum kann. Ich hab's zwei, dreimal gespielt. Und man sieht's. Aber es soll mich nicht daran hindern, euch jetzt erstmal ein riesig großes, fettes Danke zu sagen. Wieso dein Danke? Ja, ich hab jetzt 500 Abos. Also, so einfach mal. Irgendwie nach kurzer Zeit geschafft und das ist echt wow. Nach der kurzen Zeit wirklich, Let's Play jetzt 8 Monate, ne? Man glaubt es kaum, aber dem ist so. Und ja, ich bin echt fasziniert davon, wie schnell das doch eigentlich ging. Och nö. Wieso? Wieso krieg ich immer so Bosse? Und Lady Stephanie ging des Todes. Razor konnte sie nicht retten. Aber wir fangen einfach mal an. Also, ich erzähl einfach mal so ein bisschen was über mich. Lady Stephanie die Zweite. Ja, über Barenfried. Ich bin nicht im Übrigen nicht Lady Stephanie. Wer hätte es gedacht? Ich bin nach wie vor Razor und ich möchte mal das Geheimnis lüften, wie ich auf den Namen Razor gekommen bin. Es ist ja nicht so, wie ich schon häufiger erzählt habe, dass es aus dass ich mit meiner Freundin drüber nachgedacht hatte. Übrigens, hallo Schatz, dass ich eventuell, also ich wollte was in Richtung Razor nehmen, Aufstieg und so weiter. Ach Gott, ey. Und, ich fail jetzt einfach mal, weil ich rede. Ich müsste damit leben. Und ich werde eh verrecken. Gut.
Also, Riser wegen Aufstieg. Und dann hat man halt bei YouTube drüber nachgedacht. Ja, nein, geht das jetzt? Und in Wirklichkeit, es ging nicht. Zumindest wollte es nicht gehen. Name schon vergeben natürlich, Riser LP genauso. Ich habe den Namen jetzt nirgends gefunden, meines Wissens. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Ich meine, ne? Da war was. Auf jeden Fall ging es dann eben an die Kreation heran. Reiser, Reisera, Rasierer, Razer. Und so, das war ja die Geschichte, die ihr kennt, dass das so irgendwie entstanden ist. Aber ich muss euch ja sagen, ich habe euch angelogen, ne? So war das gar nicht. Das ist ein Feuermage. In Wirklichkeit ist das an meinen echten Real-Life-Namen angelehnt. Ich heiße ja in Wirklichkeit Raimund Sergio. Ich bin, wie man vielleicht an meinem Dialekt merkt, spanischer Herkunft. Raimund Rai und Sergio. Raimund ist auch ein rein spanischer Name, wie ihr vielleicht wisst. Wirklich? Dem Fall ist es so. Könnt ihr gerne mal nachschlagen im spanischen Wörterlexikon der deutschen Kunst. Da ist das zu finden. Wow, critical. Das klappt gerade gut mit nicht aufs Spiel achten, by the way. Gott. Okay, jetzt muss ich aus. Okay, ich kann es vergessen. Vergesst, was ich gesagt habe. Was geht? Was geht hier ab? Wieso sind hier so Gegner jetzt schon? Ich hab das Blutcape. Was? Oh Gott! Wie habe ich das geschafft? Ich bin da Vollprofi. Ich bin einer sowas von Profi gerade gewesen. Das ist echt unglaublich. Wie gesagt, Raimund Sergio ist mein Name. Raimund natürlich als Vorname. Und so ist erstmal der Name entstanden. Und ja. Ach Gott, wenn ich mich so zurückerinnere, da oben ist noch so ein Vieh. Da oben ist noch so eine Kiste. Autsch, das war doof. Egal. So, danke. Ach, ich hätte einfach so machen können. Okay. Ich hatte ja damals, also ich hatte ja vorher schon mal einen Kanal. Wemplate34 hieß ich damals. Ich bin auch schlau, ich hätte was anderes machen können, egal. Boah. Profi! Boah, richtiger Profi. Lady Stephanie, ja. Mich wundert, wenn ich zwischenzeitlich hier einfach mal so ein bisschen, einen Paladin nehmen wir mal. Aufhöre beim Erzählen. Shinobi. Weil hier kann man dann die Crit-Rate, glaube ich, erhöhen, meines Wissens. Ja, super fast, super Deadly Warrior. Und die Crit-Chance möchte ich nämlich erhöhen. Sehr schön. Dann wollte ich nämlich. Das ist übrigens jetzt unser Skill. Und ich wollte ja, wie ich anfangen wollte. Ich hatte ja vorher, da hieß ich Ramplate 34, bin mit Ramplade 34. Hatte schon vorher ganz lange Let's Play, das heißt ganz lange. Hatte halt so meine Videos, aber mit Audio-Video-Synchronität wollte das halt nicht so hinhauen. Und ja, da es da halt ein Problemchen gab, musste ich halt erstmal abwarten, bis ich, Wow, ich schlag die Gegner gut zurück, glaube ich. Ups. Komm mal rauf hier. Alter, geh hoch. Mist. Mist. So. Gut. Oh, ich dachte, ich hätte dich getroffen. Treffe ich dich? Gut, nicht. At! Okay, hat eben nicht allein. Geil. Ich mache echt viel Damage. Fällt mir falsch auf. Worauf ich hinaus wollte. Oh Gott, das ist immer das Schlimme an hier. Das Spielen.
dass ich wirklich so wirklich zu gar nichts komme. Autsch. 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 Gut. Ich habe kaum Kohle bisher eingesammelt. Und bis ich halt einen besseren PC hatte, wollte ich halt erstmal nichts weiter aufnehmen. Dann hatte ich halt gespart und irgendwann kam es dann so weit, dass ich halt im Razer halt entsprechend sich der Kanal gebildet hat. Denk dran, Raimund. Sergio. Ne? Nicht vergessen. Ah. Zombie. Geld. Danke. Ja. Ah, okay. Gott, ey, ich komme auch zu gar nichts, ne? Wirklich, ich komme zu gar nichts hier. Das ist das Problem, wenn ich nebenher spiele. Aber ich möchte euch halt auch, also das ist meine Art halt auch einfach so ein bisschen Danke zu sagen, halt, dass ich nebenher spiele. Take no damage. Geht nicht. Leider. Dafür bräuchte ich Runen. Die habe ich aber noch nicht. Ich kann da unten jetzt lang. Wow. Hi. Mein Freund. Critical. Ist langsam wieder hinauf. Gott, ey. Ich geh mal hier lang. Hi. Geil. Klappt ja. Ich komme hier echt gut voran. I understand. Okay, das ist eigentlich easy. Ups. Sollte aufpassen. So. Danke. Gut, jetzt kann ich mich wieder aufs Reden konzentrieren. Meine Güte. Ja, Und dann fing es halt mit Razer an, mit Edgeworth. Wo ich halt, ja, das habe ich halt gespielt, einfach aus dem Grund, weil ich halt unheimlich lange vorher schon gespielt habe und es hat sich einfach angeboten. Helios Blessing, cool. Ich glaube, jetzt gibt jeder Gegner Geld. Jupp. Das ist nicht unbedingt wenig. Yes, danke. Das ist super. Gott, ey, wie ich einfach zu gar nichts komme vom Erzählen her. Das erste Video war ja so eine halbe Katastrophe, kann man schon sagen. Okay, nur eine halbe. Weil wegen, Audio, Ingame-Sound und so weiter hat ja nicht so wirklich hingehauen. Also, da ist schon ein bisschen Kritik gehagelt, aber Flux hatte das ja dann auf Facebook gesagt, also der Community-Manager von Edgeworth, wie ihr es halt haben wollt, ne? Und dadurch habe ich halt direkt einen Abonnentenschub erstmal bekommen. Was, das war halt riesig eigentlich, ne? Wenn ich Escape drücke, wie komme ich hier auf die Map? Keine Ahnung, egal. Und so fing es halt einfach alles an erstmal. Und ich hatte ja noch Use Origin als Let's Play damals gehabt. Und zweites Let's Play, der zweite Part war ja mit Cody zusammen. Hatte ich ja mit Cody zusammen gespielt, war echt super. Und Cody muss ich bei der in dem Moment auch mal danken dafür, weil es einfach, es war einfach super mit ihr zusammen, die Anfänge aufzunehmen. Und Cody ist weiterhin super sympathischer Mensch, mit dem ich gerne zusammenarbeite. Müsste ich eigentlich mal fragen, ob sie mal wieder Lust hätte, mit mir zusammen was zu machen. Muss man halt dann mal schauen, ne? Es ist halt mit Aufnehmen halt immer so eine Sache.
Aber das soll ja jetzt das Thema sein. Es soll ja jetzt wirklich ein Abo-Spezial sein, ein Dankesvideo und alles und jenes. Und das ist ein leerer Raum. Und mit der Zeit kam ja nicht nur Cody, sondern danach kam Bob. Bobbel, mein Aschebecher, mit dem ich ganz, ganz viel gemacht habe zu der Zeit, den ich auch verdammt viel danken muss, weil mit dem auch super, mit dem ich super toll zusammenarbeiten kann, wenn er denn mal Lust hat, der liebe Bobby. Hups, ouch, das ist doof, das ist weniger doof, gut. Und es ist halt einfach auch, ouch, tot. So, es gibt wirklich diese speziellen Menschen, denen ich wirklich immer entsprechend danken muss, die ich hier auch beim Namen benenne. Wie gesagt, Cody einmal, Bobby, die liebe Cracky muss ich auf jeden Fall auch nennen. Ne? Ohne die geht's gar nichts hier. Die liebe Cody und die liebe Cracky. Also, nee, ohne die bitteschön nicht hier. Hopp, mal kurz mal hier gucken. Aber halt, kann ich mir noch, kurz mal hier was beim Schmied leisten? Im Moment doch, die Brustplatte. Ja. Hier. Super. Muss ich den noch kaufen. Gut, wer kam als nächstes, nach den... danach kam Chunk, ne? Der liebe Chunk, der, dem ich auch unheimlich viel zu verdanken habe, der mich richtig super unterstützt, der auch gern mal ein bisschen Echtgeld ausgibt, um mich da zu unterstützen in Ellsworth, wo ich mir auch immer nur wieder denke, wow, und danke. Ist echt klasse, wirklich. Ich kann da echt mich immer nur wiederholen, dass ich da echt dankbar bin für die Zusammenarbeit von den Leuten. Ja, mein Charakter pupst, lacht. Und... Oh Gott, das ist so. Wenn der pupst! Und es ist halt einfach... das ist eine Kiste. Du bist unecht. Bild. Ohne die Menschen wäre es wirklich gar nicht mehr so, wie es jetzt ist. Also, es hat sich alles ganz anders entwickelt. Das sind Menschen, die mich verdammt stark unterstützt haben. Dave Danielson LP auch, mit dem ich das Left 4 Dead Together mache derzeit. Wo Bobby und Chunk auch mitmachen. Oh Gott. Ja, da war nichts drin. Und ich bin dumm. Und pupse. Gott, ey. So, Gott, ey. Dieses Spiel. Macht mich noch wahnsinnig. Hör auf zu pupsen! Gott, ey. Hier. Komm her. Und wem ich auch vor allem danken mag, nochmal direkt an dieser Stelle, ist mein Schatz, die mich auch verdammt unterstützt hat, die mir auch gerne mal in den Hintern tritt, die mich als Mensch selbst sehr stark beeinflusst hat, im positiven Sinne. Mir verdammt viel geholfen hat, auch meinen faulen Hintern zu bewegen. Ist ja auch nicht immer so einfach, ne? Ihr kennt das sicherlich auch. Wenn man mal keine Lust hat auf irgendwas, ne? Dass man die Arbeit dann trotzdem erledigt. Ihr vielleicht nicht. Ich muss das machen. Sonst kriege ich Anschiss von meiner Freundin. Und von... ja. Wem ich auch noch danken muss, ist vor allem auch Isuna 12, die mit der ich das Pokémon Together mache. Mit der das echt super läuft. Mit der ich auch klasse aufnehmen kann.
Also, es gibt so viele Leute, wirklich, denen ich danken muss, weil es einfach die Zusammenarbeit einfach so super ist. Es ist echt unglaublich, wie viele Menschen ich auch getroffen habe in der Zeit als Let's Player. Menschen, die alle ganz unterschiedlich sind, aber mit denen man sich alle immer super versteht und mit denen man auch mal Blödsinn machen kann und einfach, mit denen ist das einfach super. Und das ist einfach unglaublich, dass man wirklich Menschen so leicht findet und das durch Let's Playen, mit denen man so super auskommt. Das Blutschwert, yes. Was gibt's noch zu sagen? Ja, kurz mal hier weiter rechts gucken. Stirb, Mistvieh. Autsch, Mistvieh. Autsch, Mistvieh. Gott, ey, jetzt habe ich unnötigen Schaden gefressen. Es gibt auch einigen anderen Leuten, denen ich besonders danken muss. Zur einen Kategorie gehören einige der fleißigeren Kommentarschreiber. Dazu insbesondere Asia Girl, der ich dabei unheimlich danke. Wirklich für ihre Zusammenarbeit. Ups, ich wollte nach unten. Nach unten. Oh Gott, ich will hier ausweichen. Ich schaff ihn. Ich schaff den Boss. Ich bin tot. Gut. Ja. Ich schaff den Boss. Ah, immerhin ein paar Monster erledigt. Und ein bisschen Kohle eingesammelt. Shinobi haben viel Crit-Chance, glaube ich. 825. Ich gucke erstmal vorher nochmal beim Schmied nach. Dem lieben Creativity of Thinking, der derzeit echt immer wieder klasse da ist und einen unterstützt. Muss ich erwähnen, unbedingt, ja. Mit dem man echt auch immer rechnen kann. Dann, ach Gott, ey, wenn ich die ganzen Namen wüsste, ich werde bestimmt jemanden vergessen. Also ihr könnt ruhig schon mal losmeckern, dass ich euch nicht genannt habe. Aber es kommt nun mal vor. Komm, Leben mal ein bisschen upgraden. Stray darf ich auf keinen Fall vergessen, mit dem ich die Livestreams mache. Der hat für mich den Livestream streamt. Da auch ein riesig großes Dankeschön dran. Ohne den Stray wäre es gar nicht möglich, die Livestreams zu machen. Und bei den Livestreams muss ich auch nochmal ein riesig großes Dankeschön loswerden. Es ist wirklich, also, ihr seid echt klasse. Also, was ich da erlebe, was ihr da mitmacht und alles, das ist so klasse. Das ist wow. Also, da bin ich echt mega stolz. Muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Ich bin da mega stolz auf euch. Das ist echt klasse, was da. Ups, ouch. Das ist wirklich wow. Es wird so super mitgemacht. Es wird so viel geschrieben. Es wird so viel gefeiert. Und wirklich, was den Livestream angeht, da kann ich den Kinesi, den Dark Crowner, Annie, also Neko-chan, als Neko-chan da loben. Es ist einfach, ja, ich habe dich jetzt vergessen, dich da, der sich jetzt drüber aufregt, dass ich ihn vergessen habe. Tut mir leid. Ich zerstöre jetzt Möbel hier für dich. Da, hast es. Es ist einfach nur so klasse. Ich bin einfach so stolz da auf meine Community. Na klar, ich wünsche mir manchmal halt, dass auch auf meinen anderen Videos ein paar mehr Views kommen, weil halt Elsword nach wie vor von euch eben fixiert wird. Ist klar. Muss ich aber mitleben. Leider. Aber ist halt eben so. Ne? Autsch. Scheiß Tommy.
Ah, naja, was soll ich anderes machen? Ihr seid tot, danke. Ich bin tot. Danke. Ich bedanke mich auch vor allem bei denen, die bei dem Elsword Let's Play mitgemacht haben, auch richtig mitgemacht haben, in dem Sinne, dass sie dran teilgenommen haben. Lady Stephanie die Dritte. Ja, komm her. Auch vor allem noch, oh, ich habe wieder ein bisschen zu wenig Geld, also vom Mana Upgrade. Bei den Leuten, die mich zum Let's Battle herausgefordert haben. Ich habe einfach allen Leuten hier zu verdanken. Also ich bin bei 500 Abos angelangt innerhalb von 8 Monaten. Das sehe ich nicht als Selbstverständlichkeit an. Das ist wow. Das ist echt krass. Ich danke euch wirklich allen. Wirklich. Das ist so super. Ich kann es mir eigentlich kaum besser vorstellen. Bis auf, dass ich ein paar Views in meinen anderen Videos haben möchte. Aber ja, Gott. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren mal ein paar Fragen reinstellen, was ihr gerne noch so wissen möchtet. Über mich, über andere Dinge. Ihr könnt auch ein paar Projektvorschläge reinmachen. Ich habe auch einiges schon geplant vorher. Also da steht noch einiges an. Aber ich höre mir gut und gerne an, wofür ihr euch interessiert. Ich gehe gerne auf eure Fragen ein, was das angeht. Weil ich bin euch echt unendlich dankbar dafür. Schreibt einfach in die Kommentare. Traut euch ruhig. Ich bin froh über jeden einzelnen Kommentar, den ich von euch bekomme. Ist wirklich so. Ich freue mich da wirklich riesig drüber, wenn ihr einen Kommentar schreibt. Das ist echt klasse. Jedes Mal wieder. Außer natürlich, ihr schreibt in einem anderen Video, außer dass nicht, dass kein Elsword-Video ist. Wann kommt Elsword wieder? Das mag ich nicht. Aber das ist eine andere Sache. Das machen die wenigsten. Und das ist auch halb so wild. Also es ist einfach wow. Ja, wow einfach. Ich bin sprachlos. Und ich muss mich da echt bei euch bedanken. Einfach für eure Unterstützung auch. Ohne euch wäre das vielleicht alles gar nicht so zustande gekommen. Ich habe verdammt viel Spaß am Let's Playen weiterhin. Gerade auch in, durch euch, weil ich echt eine klasse Community habe, die mich auch einfach klasse unterstützt, und mit der klassischen Community macht das auch viel mehr Spaß. Okay. Hier kann ich wieder ein kleines Minigame. So, warte. Ups, das war ein bisschen doof, egal. Ah, okay, 400 Gold kriegen wir immerhin. Das ist immerhin etwas. Für den aktuellen Standpunkt an Gold, das den wir kriegen, ist das echt klasse. Ich will nochmal, irgendwie, ich würde gerne nochmal zum Boss kommen, irgendwie. Wäre echt cool, den hinzukriegen. Aber das, was Geheimnis. Immerhin haben wir was Geheimes hier. Vermutlich müssen wir hier nach links. Ja. Das ist eine geheime Truhe. Mal hier runter. Hier runter. Hier runter. Da. Danke. So, haben wir auch wieder ordentlich Kohle eingesackt. Ich kann mich wirklich nur wiederholen mit dem Danke. Wie gesagt, vor allem auch an die besonderen Personen jetzt. Und nicht, dass ihr die besondere seid als ihr. Nee, nee. Also, die Leute haben mich unterstützt. Das ist wirklich Cody, Bobby, mein Asebecher, ne? Chunk wirklich auch sehr stark. Dave Danielson, LP, der mit mir zusammengearbeitet hat. Izuna 12, die auch echt klasse Let's Plays macht. Cracky, die auch vor allem beim Let's Survival mitgeholfen hat. Ganze Ecke. Bele darf ich nicht vergessen. Der liebe Bele, der auch anfangs geholfen hat bei den Streams. Stray, den da echt wirklich, dass der sich auch immer wieder die Zeit rausnimmt für die Streams, ist echt klasse. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass der wirklich so lange mit mir 6-7 Stunden die Streams durchhält. Das ist echt krass.
Also Respekt dafür und riesengroßes Dankeschön. Wie gesagt, an meine Freundin riesengroßes Dankeschön dafür, dass sie halt auch immer da ist für mich und mir auch gerne mal in den Hintern tritt, weil es dann einfach auch besser läuft, ne? So. Och nee, das war mies. Ey! Hört auf mich zu schlagen! So. So, das geht doch. Jetzt komme ich zum Bossraum? Fragezeichen. Immer noch nicht. Wo ist er denn? Trifft das mich? Nein, gut. Das trifft mich aber. Autsch. Das war ein Critical sogar. Und jetzt muss ich noch einen Treffer kriegen, dann bin ich tot. Also dann bin ich dran. Da, bitteschön. Ach ja, ich kann mich auch anstellen. Also es ist wirklich, das ist wirklich so ein Abenteuer, wie ich am Anfang das erklärt hatte. Wirklich so ein kleines Abenteuer, dass man da geht. Alter, was geht denn da ab, da unten für eine Party? Das HP. Komm, gehen wir mal runter zur Party. Ah! Nein, ich wollte die Kiste noch öffnen! Gut. Ah, das soll es gewesen sein erstmal. Ihr könnt auch meinetwegen sein, wenn ihr vielleicht Rogue Legacy vielleicht euch dafür interessiert, wenn das euch gefällt. Würde ich gerne mal wissen, würde ich gerne mal in den Kommentaren lesen, was ihr davon haltet. Was ihr noch so an Fragen an mich habt einfach. Wenn es nur 2 bis 3 Fragen ist, beantworte ich in den Kommentaren. Wenn es mehr Fragen sind, natürlich mache ich ein extra Video gerne dafür, um euch auf die Fragen zu antworten. Ein riesig großes Dankeschön wirklich für die 500 Abos. Ich hoffe, es läuft in Zukunft dann noch besser, es läuft, dass es weiterhin so gut geht, dass ihr auch mal in den anderen Videos vorbeischaut von mir. Ich kann euch nur empfehlen, es ist genauso gut, also wenn nicht sogar besser. Also es gibt wirklich immer wieder Momente zum Lachen und zum Failen. Vielen, vielen lieben großen Dank, wie gesagt, an Bob, Chunk, Dave, oh Gott, Cody, Cracky, Izuna, an meinen Schatz und wen ich jetzt noch vergessen habe, Stray, ne, immer wieder im Nachhinein, Stray, vielen, vielen lieben Dank. Ich verabschiede mich nun von euch, ne, auf Wiedersehen, bye bye und tschö tschö, bis zum nächsten Mal, vielleicht zum 1000er Abo Spezial.